Hallo und willkommen zu einem neuen Elden Ring Video. Heute zeige ich euch, wie ihr die Waffe Uchi-Katana findet. Und zwar hier oben in der todberührten Katakomben. Hier ist Startgebiet, hier kommt ihr raus. Kirche von Ella, Ruin am Tor. Das Tor, dann habt ihr oben die Hütte am Sturmhügel und dann läuft man... Dann rennt man den ganzen Weg entlang durch so ein Camp hier durch und geht ein Stück weit nach oben. Hier oben ist dann die Höhle. Wenn ihr einmal davor steht, seht ihr das schon. In der Höhle drin ist gar nicht so viel zu machen. Ein paar Skelette besiegen und das war's. Denk daran, sie komplett zu töten. Hallo? Schwein gehabt. Ist fast schief gegangen. So, zack. Jetzt haben wir Ruhe. Also ihr kommt hier oben rein. Oh. Krummsäbel. Dann geht's hier eine Treppe runter. Dann geht ihr gleich da runter und ihr habt einen kleinen dünnen Gang. Den gehen wir natürlich. Da hinten stehen ein paar Skelette auf, aber braucht ihr nicht. Geht nach links. Und hier. Hier liegt es schon. Uchi-Katana. Und tschüss. Bah. Ich denke, ich habe das nur gemacht, weil das Geschwert ja relativ beliebt ist. Und manche jetzt nicht die ganze Open World absuchen wollen. Oder das Schwert haben wollen. Zack. Jetzt möchte ich hier bloß wieder raus. Aber an dieser Stelle beende ich dann doch das Video. Ach nee, warte mal. Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier. Ist noch ganz, Ah, hier. Ein Katana mit langer, einschneidiger Klinge. Die einzigartige Waffe der Samurai aus dem Schiffland. Schilfland. Die Klinge mit Wellenmuster ist außergewöhnlich scharf und ihr... Schnittangriff führen zu Blutverlust. Oh. Ich wollte es schon mal benutzen. Stichangriff ist immer gut. Der ist geil. Okay. Aber das soll es für dieses Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr von solchen Guides haben wollt oder Waffenfundorten, dann lasst gerne ein Abo da, gebt mir ein Like oder was auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.